Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit WWE Supercard. Leute, ihr habt es im Intro bereits gesehen, ich habe leider meine fünfte Shattered-Fusion alleine abgeholt. Und Leute, ihr habt es gesehen, Goldust ist bei rumgesprungen. Und für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, Goldust ist tatsächlich ein Pro für mich. Richtig nice, ich muss wirklich sagen, die Fusion... Da habe ich schon ganz schön Mehl, muss ich sagen. Also wenn wir mal bedenken, jetzt 5 Fusionen, da sind 2 Pros bei rumgekommen. Das ist in meinen Augen natürlich ein super Schnitt. Wir haben ja zuerst Ruby Riott als Pro begrüßen können und jetzt Goldust. Ja, ist Goldust, aber gerade für mich, der kaum Shattered Pros hat, ist das natürlich enorm geil. Wenn wir mal ehrlich sind, habe ich bis jetzt so richtig einen Pro eigentlich nur die Ruby Riott. Das andere ist ja hier... Nee, oh, Entschuldigung, ich habe Asuka vergessen. Ich habe Asuka vergessen und die 2 LMS-Karten. Ne? Und jetzt kommt, wie gesagt, Goldust noch mit dazu. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, auch ziemlich wichtig, weil wenn ich mir mal das angucke, ich denke mal, Goldust wird das Ticket sein, dass ich auf Zerstört Plus-Plus komme. Aber wenn man dann ein bisschen weiterspinnt, natürlich in Bezug auf WrestleMania 35 auf die Stufe, die, denke ich mal, nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. Und wenn dann Dean Ambrose noch mit dazu kommt und das Glück, was halt mit Ruby Riott war... Könnte das, denke ich mal, dann schon das Ticket dafür sein, dass ich dann bei der neuen Deckstufe auch direkt am Anfang meinen Freebie mit abholen kann. Ich kann es mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen, inwiefern das noch mit Momentum-Slots und so zusammenhängt, muss man einfach mal sehen. Ansonsten Road to Glory Deck, was wir ja gerade haben, hat sich nicht viel verändert. Ich habe halt, wie gesagt, die 2 Goldusts. Da muss das S mit dran, Goldust, ihr wisst schon, die 2 hier mit drin zum Playlevel, der eine Seth Rollins, der braucht aber, glaube auch nicht mehr so viel, ach ja, das sieht gut aus, und na klar, hier Dean Ambrose, weil ich habe mir schon vorgenommen, in dieser dieswöchigen RTG mir Dean Ambrose zu holen, und Leute, perfekter Übergang, wir gehen nochmal direkt rein in die Road to Glory. Dann gucken wir uns mal ein bisschen die Karten an. Haben hier auf Bestie Sami Zayn, haben hier Cesaro, Kane haben wir hier am Start, Chris Jericho, Dolph Ziggler, Kevin Owens haben wir hier, AJ Styles, wirklich eine coole Gothic-Karte. Daniel Bryan, was für mich ein Pro ist, was ich ziemlich cool finde, weil ihr wisst ja, so Shattered Pros kommen bei mir nicht so bei rum, ne? Aber wir haben noch ein TVG-Pack, vielleicht haben wir heute mal Glück. Und Daniel Bryan ist ein Pro und ist, denke ich mal, wegen Pimp My Neon-Deck, ein gutes Ding noch. Also Daniel Bryan ist auf jeden Fall ein guter Pro und kommt, denke ich mal, wenn er geplaylevelt und trainiert ist, auf jeden Fall in mein Deck rein. Dann haben wir hier Seth Rollins, natürlich für alle die Ring Domination gezockt haben, genial, die dort heroisch gezockt haben, dann können die sich den als Pro holen. Ich habe die Ring Domination nicht auf Heroic gezockt, demzufolge ist Seth Rollins für mich kein Pro, aber Leute, ohne Mist, damit kann man mich nicht ärgern, dass mir da jetzt ein Pro durch die Lappen gegangen ist oder so. Also, weil bei Ring Domination die Zeit wäre nicht da gewesen und auch um ehrlich zu sein, die Credits wären mir da ein bisschen zu schade gewesen. Deshalb für mich kein Pro. Freue mich deshalb aber umso mehr, dass ich Seth Rollins dann zumindest schon mal bildtechnisch wegen dieser, weil ich das Bild ziemlich cool finde, dass ich den in meinem Deck begrüßen kann. Und dann natürlich am Ende Dean Ambrose, den ich mir tatsächlich auch als Pro holen möchte. Muss ich noch ein bisschen Gas geben, um ehrlich zu sein. Aber wir haben ja das ganze Wochenende dafür zur Verfügung. Gut, haben wir da drüber geredet. Und wie gesagt, mit Goldust, das ist ziemlich geil. Freue ich mich wirklich wie die Sau. Und dann kam ja Meldung raus, dass ja neue Fusionen anstehen, ne? Diese Spring-Fusion. Nimmt's mir nicht übel, habe ich mich jetzt auch nicht weiter informiert. Ich habe es nur gesehen, dass irgendwie 1. März oder so schon losgehen soll. Das wäre ja morgen. Ja, wird, denke ich mal, laufen wie immer. Also so, dass für mich kein Pro bei rumspringt. Aber kommt, Leute, ist cool. Es wird für viele eine Möglichkeit sein, die noch von den Stufen her ein bisschen weiter unten sind, dass sie dort durch eine Fusion vielleicht eine Shattered-Karte holen können. Ich habe gesehen, dass Toni Storm eine Karte gekriegt hat und darüber freue ich mich wirklich sehr, weil ich sie wirklich klasse finde. Und ja, ich denke mal, für viele wird es auch eine Möglichkeit sein, selbst mit einer Single-Karte ihr Deck doch ordentlich zu verbessern. Und deshalb ist es doch schon die Sache wert. Gut, darüber haben wir dann quasi auch mal geredet. Ja, ansonsten meine Fusionen sind hier wieder am Laufen. Die nächste Shattered-Fusion ist am Start. 4 Tage, 13 Stunden. Aber wir haben Donnerstag, ne? Jetzt muss ich aber deshalb, muss ich dazu rechnen, das wäre dann quasi Freitagmorgen. Dann hätten wir Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Ah, das ist schon wieder nicht Montag oder Donnerstag. Naja, alles wird gut, Leute. Da kommt auf jeden Fall die nächste Zerstört-Fusion. Batista wäre dann der einzige Single, der noch da ist. Ah, ist überhaupt nicht schlimm, wenn das kein Pro wird. Ich bin mit Goldust und Ruby sowas von zufrieden, Leute. Sowas von. Aber wir wollen vielleicht mal gucken,
Ob wir mal Glück haben bei unserem TBG-Päckchen heute. Wir haben uns nämlich durchgesetzt gegen das Team 316 Era. Cooler Teamname, wie ich finde. Und haben dort knapp 10.000 Punkte zu 3.458 gemacht. Grüße gehen raus an der Stelle. Und Leute, wie gesagt, vielleicht kommt ja heute mal eine Shattered-Karte bei rum. Wir gucken. Yeah! Nee, natürlich nicht. Ist echt der Wahnsinn, ne? Dass da wirklich manche so viele Shattered-Karten bei rumkriegen und dann manche, wie ich, halt nicht. Wahnsinn. So, guck mal weiter. Sasha Banks, richtig geiler Pull. Haben wir aber tatsächlich schon als Pro. Aber Sasha kann immer wieder gerne mein Deck flattern. Alles gut, Leute. Dann klickt man hier noch auf Gothic. Kriegt man Braun Strowman. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Und Velveteen Dream müsste ein Pro sein. Müsste ich mich mal schlau machen. Der Velveteen Dream, ob der in mein Deck tatsächlich mit reinkommen könnte. Ja, sage ich doch. Velveteen Dream ist ein Pro. Ich weiß nicht, ob er gut ist. Muss ich mich schlau machen? Vielleicht kommt er noch rein. Siehste, Michael Pierce Hayes, den wollte ich auch noch playleveln, weil er halt ein guter Pro ist. Mann, Mann, Mann! Muss ich schnell noch alles machen? Seth Rollins, wie gesagt, noch dazu. Dann Daniel Bryan. Das ist wenigstens dann... wenigstens kriege ich es hin, dass mit den Neon Pros in dem RTG-Deck... Kommt, Leute, für euch mache ich es. Ich drücke mal auf automatisch füllen. Guckt hier die Schlechten jetzt hier mit... sag schon, Noam Dar haben wir hier. Ja, Chad Gable. Dann Trent Seven. Das sind, denke ich mal, so eine Karten, die kommen dann wenigstens raus dadurch und dass dann hier wenigstens gute Neon Pros drin sind. Von daher alles gut. Und hier, wie gesagt, Sasha Banks schon Pro, aber trotzdem mega geil, dass sie da ist. Vielleicht wird sie nochmal Pro und da sage ich persönlich ja mal überhaupt nicht nein. Ist, denke ich mal, auch nicht so unwahrscheinlich, da sie ja eh so als Champ zurzeit eh so im Gespräch ist und so weiter und so fort. Wo ist sie denn? Da. Gelockt wird sie auf jeden Fall. Also das steht ja schon mal fest. Gut. Leute, soll schon wieder gewesen sein. Road to Glory steht an. Wir sehen uns dann auf jeden Fall supercard-technisch. Am Samstag zur Grinding-Ausgabe bin ich schon persönlich sehr gespannt, wie weit ich da dann sein werde in dieser Road to Glory. Und da werden wir dann, denke ich mal, auch noch ein paar andere Themen haben, über die wir schnacken können. Und bis dahin könnt ihr euch sehr gerne natürlich den Drei-Nasen-Podcast geben, der heute veröffentlicht wurde. War eine echt schöne Runde gewesen mit dem Onkel Weidemann und dem Mirko. Hört es euch gerne mal an. Ist auf jeden Fall ein cooler Podcast geworden. Gut, Leute, soll es gewesen sein. Ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und wollte einfach mal sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.